Mein Verantwortungsbereich begann damit, in der Klinik eine Abteilung für Onkologie, und zwar im ambulanten und im stationären Sektor, überhaupt in einem größeren Umfang zu etablieren. Das war meine Anfangsaufgabe. Die hat sich zum Glück und auch mit viel Einsatz gut entwickelt. Mein Alltag ist sehr klinisch orientiert. Ich bin weiterhin sehr eingebunden. Mir macht das aber auch Spaß im Alltag, die Ausbildung, also die Verbindung hier zum Asklepios Campus zu leben und zum Beispiel im praktischen Jahr auch eine gute Ausbildung den Studierenden zu gewähren. Praktisches Jahr ist ja praktisches Jahr, nach dem Studium in die Anwendung. Die Studierenden kommen ja mit einem Bücherschrank, wenn man so will, im Kopf in die Praxis. Und das Wichtige, glaube ich, ist, dass sie erstmal freundlich empfangen werden, dass sie aufgenommen werden, dass sie ein Mitglied der Abteilung werden, ein gleichberechtigtes Mitglied, das natürlich noch unter einer Kontrolle arbeitet, aber wo sie auch kleine eigenständige Aufgaben erfüllen können und dürfen und unter Anleitung vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Eingriff dann lernen und entsprechend ihren Fähigkeiten das auch weiter ausbauen können. Und nach meiner Erfahrung ist es wichtig, dass man sie zum Beispiel auf Visiten mitnimmt oder in den OP mitnimmt und dort auch wirklich einbindet und nicht nur als Hilfestellung für die Abteilung nutzt. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Die Verbindung zwischen einer renommierten Universität wie der Semmelweis-Universität und einem so großen Unternehmen wie Asklepios mit so vielen Patienten ist natürlich eine ideale Hochzeit, um perspektivisch auch Forschung in großem Umfang zu etablieren. Ich denke da zum Beispiel, diese translationale Forschung ist ja heute in aller Munde, also vom Labor in die Klinik, aber auch die reverse Translation, also von der Klinik ins Labor und natürlich die Auftragsforschung auch. Das ist ein riesiges Gebiet und nachdem jetzt die Lehre so gut hier etabliert ist am Campus, deshalb habe ich mich auch von Anfang an so engagiert, ist der nächste Schritt, der natürliche Schritt, die Forschung auszubauen in Kooperation mit der Semmelweis-Universität und aber auch dem großen Potenzial von Asklepios. Zum einen ist es wichtig, bei den Studierenden sehr früh während des Studiums, das ist ja ein Vorteil des ungarischen Studiums, zum Beispiel, dass diese Diplomarbeiten geschrieben werden. Das ist eine Möglichkeit, sehr etwas früher als in einem normalen Studium an die Wissenschaft herangeführt zu werden. Das ist eine Möglichkeit. Das zweite ist, man braucht natürlich eine Struktur auch auf Dauer, um die, die wissenschaftlich interessiert sind, das sind vielleicht 15% so eines Jahrgangs, die auch denen auch Möglichkeiten aufzuzeigen, auch die Vielseitigkeit von Forschungsmöglichkeiten und vielleicht auch Anknüpfungspunkte an renommierte Forschungsinstitute oder auch an die Semmelweis-Universität in gemeinsamen Projekten Anknüpfungspunkte zu bieten und sie auch dafür zu begeistern vor allem. Das wird die Medizin ganz sicher auch erreichen, das Thema. Und ich finde, es ist unterrepräsentiert im Studium. Deshalb hatten wir ja 2019 schon am Campus hier was etabliert. Eine Vorlesungsserie mit wirklich international renommierten Vortragenden. Und es wird die Zukunft der Medizin mitbestimmen. Es wird hilfreich sein. Ich bin aber auch der Meinung, dass man neben den Chancen, die diese Entwicklung hat, auch die Risiken immer gegenüber den Nutzen abwägen muss und dass man einfach kompetent, dass die Studierenden früh kompetent werden müssen, sich auch ein eigenes Urteil dazu zu bilden. Das Studium am Asklepios Campus Hamburg ist super, weil überwiegend die Lehre von Klinikern getragen wird, die noch im klinischen Alltag stehen, also ein unglaubliches Erfahrungs- und Praxiswissen haben. Und das zweite ist, wir bauen jetzt das Thema der Forschung über die Lehre hinaus aus und das macht es doppelt attraktiv und wir sind absolut up front.